Moin Leute, da sind wir wieder mit dem LS19 und von dem Uwe Bergmann mit der Lehn zusammen. Hallo! Hallihallo, ihr Lieben! Ja, hier waren wir das beim letzten Mal ja stehen geblieben. Und da wollen wir auch gleich mal wieder anknüpfen. So, angeschmissen alles. Und dann wollen wir mal zu der Lehn fahren und ihre Kartoffeln abholen vom Feld, was sie da abgeerntet hat. Und danach muss ich aber die Schweinchen Wasser gehen. Sonst sind die beim Verdursten. Ja, das wollen wir ja nicht. So, dann schauen wir mal, wo sie steckt. Das ist ziemlich schwierig. Hier stehen die Bäume direkt am Feldrand. Ich hänge hier ständig an der Bäume fest. Ja, ja. Ja, weil das Feld auch schief ist. So, ich muss mal schauen, wo sie ist. Ach, da hinten ist sie. Da oben kart sie durch die Gegend. Aha. Im Schnellgang. Das ist mein Lieblingsspielzeug. Neben der Spritze. Also mit so einem Gerät Kartoffeln ernten macht Spaß. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob der in der Breite auch mehr wegnimmt oder ob er nur in die Geschwindigkeit. Nee, ist auch in der Breite ein bisschen mehr. Huch! Lass mir mal den Streifen noch mitnehmen und dann, du hättest mit einem größeren Anhänger kommen müssen. Habe ich nicht. Dann bleib mal stehen. Ich fahr ran. Der ist so, hoch. Das Randfahren und nicht. Ja, warte mal, wie ging denn das hier mit dem? Und nicht mich hier umfahren. Da den Arm. Ja, ich guck gerade, wie man den höher macht. Schneidewerk? Nein. Rohr? Auch nicht. Nee, das kann man nicht höher machen. Doch, beim Rohr. Wie beim Rohr? Das geht nicht höher. Ich kann das Rohr nur einmal hoch jetzt. Und runter. Ja, das ist hoch und also Rohr ausfahren und einklappen. Mehr geht nicht. Doch, da ist noch eine Einstellung. Nein. Ist nix. Ich habe hier bloß Erntemaschine abschalten, anschalten, Helfer, Rohr einfahren, Schneidewerk zuklappen, hier abladen, Lenkmodus ändern, Schneidewerk heben und Tempomat. Mal gucken, bitte. Wie machst du das? Eine Maus. Eine Maus? Linke Taste drücken und nach oben oder nach zur Seite schieben. Ah. Ja, passt. War ich nach drin gefallen in den Kartoffeln. Ist voll. Ja, ich komme gleich wieder. Mhm. 50.000 Kartoffeln. 90.000 hatte ich im Dick drin gehabt. So, das mache ich denn jetzt aber erstmal im Silo rein und dann gucken wir mal nachher, wie das geht mit dem Mischen dort. Von da aus können wir es ja umlagern. Mhm.
So, noch ein weiter, genau. Kannst du uns aber die Schweinchen erstmal was zu trinken geben? Wir müssen ja hier hin. Halt! Die Kartoffeln schieben! Die Kartoffeln schieben! Eieiei. So, jetzt. Nicht Unterbodenwäsche machen. Was ist das mit der Kameraführung heute hier schon wieder? So. Alle. Haben wir denn überhaupt noch ein kleines Wasserfass irgendwo? Haben wir nur noch das große? Wir haben ein kleines. Weil mit dem großen komme ich doch gar nicht wohl in den Gatter rein. Bei den Schweinen. Muss mal gucken, da müsste eigentlich ein kleines da sein. Weil ich ja auch ein kleines brauche für die Hühnchen zum Wasser geben. Hier müssen wir erstmal wieder zumachen, den Deckel. So, hier müssen wir das Tor aufmachen. Dass ich hier durchfahren kann, weil Wasser ist mich hier draußen. Haben wir einen ganz kleinen grünen? Nee, wir hatten doch noch einen anderen, ne? Einen silbernen. Ach, da haben wir ihn. Ich sehe ihn. Ich hoffe, es ist voll. Ah, hat auch so drei Fingern schon wieder an. Ja, fast voll. So, ich muss mal gucken, ob ich hier reinkomme. Und geht zur Seite, Beinchen. Und seid ihr breit. Und seid ihr schon Feuerschnitzel. Pfui, Kuno. So. Eine Schweine schon unterm Hänger. Jut. Handenge mit dem Riesentrecker hier. So, können wir gleich wieder voll machen. An die Zapfsäule. Okay. Stellen wir den erstmal wieder weg.
Bin gleich wieder da. Zum Kartoffeln holen. Ja. Steig schon gerade einem. Das ist gut, ich bin gleich voll. Ah, da sehe ich dich schon. Dann bleib doch gleich denn hier vorne. Ach, da ist er. Ach, schon nur eine Puckdichte. Küpsi mit Kartoffeln an der Seite. Ja, falschen gedrückt. Au. Meinen neuen Hänger ramponieren hier. Beulerin Horn. So, schon wieder voll. So, bringen wir die weg, dann bin ich gleich wieder ran. Mhm. Ach, jetzt sehe ich, davon haben wir ja schon einen. Oder ach nee, der andere zum Abkippen, glaube ich. Aber doch schon einen davon. Da haben wir zwei davon, ist egal. Macht nichts, brauchen wir. Rein hier im Silo. Halt, stehen bleiben. Zack. Fliegen die Kartoffeln wieder raus. Jo. Könnten wir ja dann ja dort den Rüben drauf bringen, wenn das leer ist. Dann hätte ich die Maschine ja doch kaufen müssen. Ach, das dauert ja noch eine Weile dann wieder. Was ist denn? Leer ist. Quatsch. Dass wir die dann wieder brauchen, die gewachsen ist. Oder hast du euch stehen gelassen? Ich weiß, wir haben irgendwo noch irgendwie, glaube ich, ein Kartoffelfeld oder irgendwas. Warte mal, ich gucke mal. Soja ist das. Hafer. Die 5. Was ist denn da drauf? Ach, da ist Hafer drauf. So, voll. Wie warst du da noch drinnen denn? 7%. Aha. Kratzt durch. Er kratzt durch. Ich komme auch da über diesen komischen, da ist ein ganz kleiner Hügel drin irgendwie. Schief. So, nächsten Kartoffeln. Haben wir erstmal, glaube ich, genug Kartoffeln. Da haben wir auch noch schöne Kartoffelsuppe von machen.
Ja, wird nicht viel überbleiben, du, wenn du nachher erstmal richtig mit dem Schweinchen anfängst. Auf unserem Server habe ich ja jetzt auch erstmal das ganz große Feld mit Kartoffeln gepflanzt, weil ich nicht eine einzige Kartoffel mehr da habe. Mhm. So, leer. Zack. Den Verkehr habe ich ausgeschalten, kann hier nichts entgegenkommen hier. So schnell habe ich noch nicht wieder was drin, du. Musst du noch einen kleinen Moment warten. Ja, dann bleibt man da stehen. Aber der Motor aus. So, liebe Leute, das war's dann mal wieder. Heute mit der Lane, mit mir, den Kuno von dem Hof Bergmann. Ne? Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sagen jetzt Tschüssi, bis demnächst und zur nächsten Folge oder wie auch immer, wo ihr uns sehen könnt. Ne? Dann bis bald. Genau. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.